Beim SK Sturm Graz leckt man nach dem 0:2 gegen den Aufsteiger TSV Hartberg im Kampf um die Nummer 1 in der Steiermark die Wunden. Trainer Heiko Vogel zeigt sich besorgt und fordert 2 Siege. Doch davor streut der Sturmtrainer dem heute übermächtigen Gegner aus der Obersteiermark Rosen Gratulation an Hartberg, deren Sieg in Ordnung geht. Hartberg hat es geschickt gemacht, mit viel Leidenschaft und Engagement, Heiko Vogel, machen fatale Fehler Eigenschaften, die Vogel bei seiner eigenen Truppe vermisste, wir hatten zu viele Nachlässigkeiten im defensiven und im offensiven Bereich. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison. Den so langen Lauf von Rep beim ersten Tor muss man einfach unterbinden. Wir machen fatale Fehler. Bei Sturm hängt nach 12 Runden mit nur 14 Punkten der Haussegen schief. Aktuell liegt der Vizemeister unterhalb des Strichs, der zum Meisterdurchgang qualifizieren würde. Rang 7 sei zu wenig für die Ansprüche des Cupsiegers. Natürlich verspüren wir Druck, unsere Jungs müssen lernen, damit umzugehen. Und fehlt natürlich auch das Erfolgserlebnis gegen Innsbruck und St. Pölten sollen 2 Siege her, jetzt sind 6 Punkte Pflicht, Hartberg vernascht auch den SK Sturm, die 12. Bundesliga-Runde Tammenheim-Team Auswärtsteam-Ergebnis Samstag, 27.10. 17 Uhr Wacker Innsbruck FK Austria Wien 0:0 Samstag, 27.10. 17 Uhr TSV Hartberg SK Sturm Graz 2:0 Samstag, 27.10. 17 Uhr HRSV Mattersburg SCR Altach 1:1 Sonntag, 28.10. 14:30 Uhr SK Rapid FC Admira Sonntag, 28.10. 14:30 Uhr Wolfsberger ACSKN St. Pölten Sonntag, 28.10. 17 Uhr LASK Red Bull Salzburg Werbung.